Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Wo bin ich? Da bin ich. Und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars: Die Skywalker Saga. Wir sind auf dem Weg nach Naboo. Und da, weiß nicht, warum ich das Problem hatte, den Satz zu Ende zu bringen. Und da gehen wir nach Feed, um uns hier umzuschauen für eine der nächsten Quests, die wir machen wollen, weil hier ist irgendwie noch eine Quest, die wir noch nicht gemacht haben, gefunden haben, aktiviert haben, was auch immer. Und hier sind übrigens noch eine Menge Steine, die mir noch fehlen, 2 Stück. Ja, okay. Irgendwie ist hier aber nichts. Okay, nein. Nein. Okay, irgendwo soll ja noch eine Quest sein. Irgendwo soll eine Quest sein, ne? Hier auf Naboo, hier ist der Beweis, ne? Aber wo? Obwohl die Quest werden ja nicht angezeigt, wenn ich da irgendwie reingehe, ne? Aber bei Watto auch so, ne? Dann muss ich wahrscheinlich irgendwo reingehen und selber nachgucken, ne? Um zu gucken, ob da eine Quest drin ist oder so, ne? Wie zum Beispiel hier. Nein. Eigentlich wollte ich TC14 bitten, bei mir zu bleiben. Aber das macht nichts. Ich kann selbst abwaschen, den Boden schrubben. Ja, ich hätte einfach auf dem Schiff bleiben sollen. Okay. Wer bist du? Okay, cool. Ja, wir sind noch mal im freien Spiel, ne? Wir sind hier nach Episode 7, Episode 8 und 9 sind noch übrig. Wir gucken uns natürlich erstmal hier noch so gründlich um, ne? Bevor wir weitermachen. Wir haben 70% des Spiels abgeschlossen. So viel ist das nicht mehr. Komm. 30 Parts, top. Noch ein ganzer Monat Lego Star Wars. Yay. Ja, ich wusste, es irgendwo hier drin. So. Der Kommentator von dem Pott drin. Angehenden Wissenschaftlerin zu helfen. Ich sehne mich nach faszinierenden. Wir sind angehende Akademikerin. Wir willst du ja eigentlich anlügen. Nun, ich habe schreckliche Flugangst. Aber das macht nichts. Ein lass mich raten. Soll nach Tatooine zu mir bringen oder zumindest Eindrücke davon. Natürlich nur, wenn ihr bereit seid. Fabelhaft. Was ich suche, ist ein bestimmtes Bild von 3 verschiedenen Planeten. Yavin 4, Takodana und dem Sumpfgebiet hier auf Naboo. Bringt von jedem eins zu mir, damit ich sie studieren kann. Schauen wir wieder zu Planeten, bei denen wir schon waren und denen wir schon alles gemacht haben. So, eins des Wesens hier. Wird. Dann nehme ich mal von dir, kriegen wir einen Stein, der uns hier noch fehlt. Naja. Und ein Charakter. Und vielleicht tun wir danach noch mehrere Quests freischalten. Ne? So läuft das, glaube ich, ab. Ne? So, ich soll zum See. Ne? Dann gehen wir mal. Wieder zurück, Leute. Wieder zurück. Ich habe mal gezählt. Uns fehlen noch 60 Missionen. Aber hey, es geht ja schnell. Ne? Wie viel kriegen wir so pro Part? So, weil nicht 5, 6. Uns anstrengen, wenn wir nicht gesidetrackt werden von irgendwas anderen, ne? So. Hier haben wir alles perfekt. Ja, gucken wir mal. Wo muss ich? Da. Ja, ging doch schnell. So, weiter. So, auf nach Yavin. Warum führt uns eigentlich immer zurück nach Yavin? Lass mich raten, wir sollen wieder zu diesem Waldgebiet gehen. Da mussten wir schon 10 Millionen Mal hin, ne? Okay, was macht man nicht alles für Komplettierungen, ne? Ich habe übrigens noch nicht geguckt, was diese Trophäe nochmal war, aber mit der Barschlägerei oder so, aber ich glaube irgendwie so was. Mit, du musst 5 Leute hier dazu bringen, sich zu prügeln oder so in irgendeiner Kantine.
Und auf Tatooine ist ja die einzige Kantine, glaube ich. Also irgendwie so was stand da. Muss ich mal drauf achten. So. So, warte mal, ist es nicht im Wald? Es ist nicht im Wald, oder? Doch, es ist im Wald, oder? Ist es im Wald? Hat jemand den Götzen ja eingesammelt oder was auch immer das ist? Was? Auf der Karte steht, da geht's weiter. Hm. Boah, lass mich hier raus. Ich weiß, du kannst das jetzt. Ah, mein Gott, Luke, du musst ja nicht alles machen. Mein Gott, wie komme ich hier wieder raus? Boah. Alter. So, gehen wir hier hin. Meine Güte, gehen wir von außen. Das ist irgendwie unkomplizierter immer. Ich muss sowas schon wieder zum Wald, ne? So, einen Planeten haben wir immer noch nicht erkundet hier. Akto oder wie auch immer das heißt, ne? Wo Luke gerade ist. Wer steht mit seinem Bademantel. So, ja, irgendwas ist da drin, ich weiß. Ich finde das immer lustig, wie irgendwie vor diesem riesigen Gebiet immer steht, so, oh, ich glaube, das ist irgendwo da. Nicht so, ja, ach nee. Wir haben ja ein riesiges Gebiet auf der Karte markiert, ne? Man braucht nicht extra einen NPC da hinstellen und mir zu zeigen, so, oh ja, übrigens, da hinten ist was. So, das kann ich mir noch so ein bisschen zusammenreiben, ne? So. Taco, da. Schon wieder. Los geht's. Ich habe das Gefühl, ich gehe immer zu den gleichen Planeten. Aber ich nehme an, das liegt mit den Quests zusammen, ne? Diese Quests haben sich ja erst aufgeteilt, nachdem ich diese Planeten abgeschlossen habe, ne? Von daher. Ist klar, dass die jetzt alle irgendwie damit verbunden sind, ne? Hm. Das heißt, das wird in den nächsten Episoden auch noch der Fall sein, ne? Mats Kastel. Für wir waren schon so oft, ne? Das Rätsel, was ich hier bekommen habe, muss ich auch noch machen. Ah. Da drinnen? Ne, da oben, ne? Ja, also, dann sagt mir, ich soll da reingehen. Weil ich komme dann wieder nach draußen, ne? Also, ja. Also gut, aber komme ich, ja, komme ich. Ich spüre die Macht hier. Mein Gott, geh hoch. So. So, immer noch, so. Unter mir, was? Also was? Nee, da ist da drin, ne? Da ist da drin, ne? Boah. Ah, ich dachte, er sagt mir, ich soll da reingehen. Und dann irgendwann soll ich da wieder rausgehen, weil ich dann da oben wieder rauskomme. Aber da scheint irgendwo hier drin zu sein dann. So, hier unten ist auch noch was, sehe ich gerade. Es gibt eine Menge schatzartigen Kram unten im Keller und in den oberen Räumen. Dankeschön. So, oh. Okay, ich hatte mein Aufnahmeding hat hier rumgespackt. Etwas sagt mir, dass ich das kann. Ich habe nur nach Kyber gesucht, aber Mars hat hier überall Fallen installiert und ich bin hinter Gittern gelandet. Helft ihr mir zu entkommen, bevor sie mich findet? Ich habe gerade gedacht, das Ding ist irgendwie, weiß nicht. Ja, ich will Gedankentrick einsetzen, weil er lässt mich nicht. Ich habe gedacht, der Sound wurde gerade irgendwie geglitscht oder so, aber meine Aufnahmeprogramm hat sich schon wieder aufgehängt oder so, aber das lag irgendwie daran, weil keine Ahnung hier. Weil ich irgendwie das Gebiet gewechselt habe und dann ist der Sound wieder ausgegangen, keine Ahnung. So, was genau soll ich hier machen? Oh. So, ist das richtig so? Mit
mit dir was da machen? Soll ich da hoch? Kann ich da hoch? Ja. Ja, sag, darauf bist du nicht allein gekommen. Kollege. Okay. Da geht er wieder. Keine Überlebenden. Verstanden. Wird sofort erledigt. Oh mein Gott. Was sind da Dinger an der Wand? So, ich habe schon gesehen. Du komm her. Bonk. Ist das da, was ich hier machen muss? Ich glaube nicht, ne? Aber das mache ich jetzt. Kopfgeld im Keller. Yay. Boom. Oh, da war ein sehr gutes Geräusch. Oh, was? Wollte schon sagen, wie kommst du denn auf einmal hier? So. Ich mal einen neuen hier ausrüsten. Ist leider nicht so eine große Auswahl. Oh mein Gott, der gibt mir sogar Oberteil automatisch. Aber wo sind meine Füße schon wieder hingegangen? So. Okay. Das ist auch noch eine Quest, sehe ich gerade. Aber hier noch. Hallo? Ich sehe noch überall Quests auf der Karte. 3 Stück, um genau zu sein. Und ihr seid halt nicht. Hallo? Weiß ich, wo ihr seid. Hallo? Ja, über mir, oder was? Na gut, ja, was ist hier los? Wer weiß. Mach mal bei ihr, mein Gott. Und wieder zurück, so. Und mal so, wird vertagt. Was, warum kommen jetzt Animationen? Ich hatte wieder mal was da, werde ich jetzt in hier, werde ich jetzt hier angegriffen, ich werde jetzt hier angegriffen, ne? Wie vorher wetten, oder wir begegnen uns im Weltraum, was? Ihr seid zurückgekehrt, das wird halt doch immer übersprungen, oder? Alle Kultbilder mitgebracht, um die ich gebeten hatte. Fantastisch, einfach fantastisch. Durch sie bekomme ich einen guten Einblick in die Zivilisationen dieser Planeten. Und wenn es nicht klappt, können sie als schöner Briefbeschwerer oder Türstopper dienen. Vielen lieben Dank. Und mögen wir uns wiedersehen. Ja, vielleicht tun wir das. Meiner. Ich bekomme, was mir zusteht. Yay, direkt eine neue Mission, ne? Ford und Beat. Wurde Sinnbet. So, ich sehe hier eine Quest, aber hier ist keine Quest. Okay, ich komme noch mal wieder. Ich bin wieder da. Wie sieht es jetzt aus? Ja. Weiß nicht, was hier los ist, wieder. Ist sogar. Ist sogar noch gar nichts, Mann. So. Vielleicht hätte ich doch direkt da bleiben sollen. Ja, immer noch alles erledigt. Warum ist da noch was? So, keine Ahnung. Keine Ahnung. Lass mal zu den neuen Planeten hier gehen, mein Gott.
Übrigens wird mir auch die ganze Zeit da irgendwie halt angezeigt, als müsste ich da irgendwie hin, ne? So, hier also, okay. Hier mal da ein. Ist irgendwie so ein Hauptstory-Marker oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber machen wir mal. Ja. Mein vierter Part, den ich heute schon aufnehme. Boah, schreck mich doch nicht immer so. Ich denke mir, was kommt denn da jetzt noch? So. So, das Problem ist, muss ich das hier entfernen, damit hier irgendein anderes Ding noch spawnt? Ne, ich habe da immer den Dings da drauf gehabt, ne, den Todesstern. Na, ja, klappen wir uns mal hier, ne? Vielleicht kommt dann wieder so ein Großschiff, ne? So ein Großkampfschiff. Das kann ich nicht hören. Meine Schüsse sind so laut. Mein Gott. So, Widerstand, erste Ordnung. Warum sind wir so knapp am Gewinnen? Ja, bin ich hier geblieben. Mal. Oh mein Gott. Ja, ich durfte für die erste Ordnung kämpfen, alles klar. Manchmal wollte ich ausruhen. Ich habe gesagt, für würde mal automatisch bestimmt. Oh, so ein Kristall ist ja noch da. Ein Stein, meine ich. Ich habe das Gefühl, wird immer automatisch irgendwie bestimmt. Ne, weil wir werden ja nicht alle als Gegner angezeigt, wir werden nur die dich abschießen soll, als Gegner angezeigt. Deswegen. Ja. Die unsichtbare Hand. Dann gehen wir mal in das nächste rein, ne? Weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, ne? Aber ich versuche mal. Und ich müsste mal offscreen irgendwie versuchen zu farmen. Ja, für die erste Ordnung und so, ne? Durch die erste Ordnung unterstützen, ja. Hier geht's ja. Ja, ich habe sogar Feuerkraft und so weit alles erhöht, ne? Trotzdem dauert halt immer so lange, die zu erschießen, habe ich so Gefühl. Aber jetzt zu treffen, jedenfalls. Quer Stück, quer Stück, quer Stück, quer du Stück. So, ja, tut aber immer wieder respawnen, ja. Ich weiß nicht, woran das zusammenhängt, dass hier manchmal diese Kampfschiffe spawnen oder nicht. Aber wow. Ich bin tot. Ich glaube, der aber auch. Ja. Okay, so viel dazu. Dann gehen wir mal hier hin. Was hat hier? Ne. Gehen wir mal da rein, weil da haben wir uns noch gar nicht umgeschaut. Sind direkt hier weitergegangen für die Hauptstory, weil der Part halt zu lang war. Ich wollte das einfach zu Ende bringen, ne? Und da hat man noch gar keine Zeit, uns da umzuschauen, ja? Der Planet, wo wir ja Luke gefunden haben in der 7. Episode. Ich habe gehört, irgendwie Mark Hamill hat sich irgendwie voll für die Rolle vorbereitet, ne? Er hat voll irgendwie, weil er nicht Workout gemacht und so, ne? Für die Rolle, und dann hat er irgendwann so erfahren, so wie ich bin nur in einer Szene für 2 Minuten. Meine Güte. Ja, was geht? Unglaublich, dass du hier bist. Hätte nicht gedacht, dass wir noch mal Besuch bekommen. Okay. Danke. Kann sich mal umschauen. Wenn jetzt hier natürlich die 2 letzten Mausdruiden wären, dann wäre natürlich klasse, ne? Du bist ein Monster. Ja,
Moment. Da. Ja, cool. So etwas kenne ich nur zu gut von Jakub. Stimmt. Ich sag mal so Interaktion irgendwie versuchen irgendwie herauszufinden. Was zum? Ah, die Musik hier. Mein Gott. Wie aggressiv sie am Klettern ist. Ah! Ah. Ich nehme an, Ray war auch immer sehr aggressiv, ne? Keine Ahnung, immer wenn ich sie, also die Schauspielerin, die hat immer voll die Grimassen geschnitten, habe ich so ein Gefühl gehabt, wenn sie irgendwie die Rolle gespielt hat. Immer so ein wütendes Gesicht, so einen wütenden Gesichtsausdruck. Ich muss erstmal den Gleiter ausrüsten, okay? Gott, jetzt geht das hier wieder los, ey. Oh mein Gott. Erneut. Ah, Gleitermission, ne? Muss ich da nur einmal diese Dinger einsammeln? Ich glaube ja, ne, das ist wie auf Kashyyyk, ne? Oh mein Gott. Ich kann gar nicht beschreiben, wie schwer das ist zu steuern, ne? So ist es so komisch, ne? So empfindlich. Gott. Ich kann nicht beschreiben, dass es so empfindlich, ne, so zu steuern irgendwie. Mal weg mit dem Ding. Also soll das Ding da ablegen? Nein. Weg damit, ich will das Ding nicht. Ich habe mehr Probleme als es, wenn es mir hilft, habe ich so ein Gefühl. So, willkommen auf Achto. So. Ich vielleicht als erstes einsammeln sollen. Ja. Das ist immer noch hier. Nee, das ist ja nicht mehr. Da war immer so ein Questmarker hier angezeigt, deswegen habe ich mich gewundert. Ah. Okay. Du bist ein Monster. Ja, ich bin ein Monster. Können wir jetzt weiter? Ich nehme an, das ist eine sehr offensichtliche Aussage, ne? Was war das? Ja, da waren diese komischen Viecher. Wo ist Kylo Ren? Ach, eher diese Pinguin-Viecher, aber auch immer die darstellen sollen. Hm. Was muss ich damit machen? Gut gemacht. Okay. Okay, hier geht es nicht um das oder das, sondern hier geht es um das. Okay. Was ist das Ding hier? Schreibe ich dazu darüber? Ja. Hier geht es nicht um das oder das, sondern hier geht es um das. So. Was ist das hier? Hm. Ich habe natürlich hier gerade Jedi Survivor spielen mit den ganzen Rätseln. Oh, das ist auch so ein Ding. Das ist so ein typisches Rätsel aus Jedi Survivor irgendwie. So, wo ist das letzte? Hier muss noch irgendwo einer sein. Da. Und zack. Und zack. Jetzt zahlt sich aus, dass ich mein Leben inmitten von Schrott verbracht habe. Ha! Oh. Nein, so eine Kammer. Aber so eine Kammer.
in der Wand direkt. Da ist einfach nur ein Stein drin. Wie gibt es hier? 3, 21 und nur 2 Charakterquests. Keine Datenpacks. Keine Schiffe. Kein Service. Wer hat die Fackeln hier verstreut? Der Tempel sah so schön aus, als alle Fackeln erleuchtet und an ihrem Platz waren. Sie gehen zurück in den Tempel. So, warum habe ich für Tatooine jetzt was? Charmons Cantina. So. Im Reif für die Olympischen Spiele. Was bist? Ja, stimmt, ja, sind ja so komische Dinger rumgelaufen, ne? Guck mal hier rein. So. Das ist überall Milch. Ah, diese Trainingsdrohne. Der Helm. Was ist das hier? Okay. Ich muss mal ein paar Ringe hier entfernen. Da oben steht etwas fest, siehst du es? Ich klang nicht hin, aber irgendjemand sollte mal es mal wegräumen. Na, gib mir einfach irgendwelche offensichtliche Tipps, ne? Hm. Überhaupt noch andere Viecher leben, ne? Mich schon immer gewundert irgendwie, dass ich an dem Film gesehen habe. Weiß gar nicht, ob ich ja schon alles irgendwie erkunden sollte, weil wir kommen ja noch mal in Episode 8, nehme ich mal an, auch hier vorbei, ne? So, was ist hier? Oh, what? Oh mein Gott. Ja, muss schon da hochgehen, Mädchen. Ich glaube, wir wären Held irgendwie besser gewesen. Aber ich schaffe das schon irgendwie. Soll ich nochmal respawnen? Nein, noch nicht da. Okay, ja. Okay. Schauen wir mal noch, komm. Da ist der. Ja, aber kein Problem. Nein, das ist auch da. Oh Gott. Schwerkraft zieht mich auch immer zu diesen Dingern hin. Ich kann schon direkt darüber springen. Ja, ja, da wäre ich auch schon hingegangen. Ich wäre da schon hingegangen, keine Sorge. Macht mir nicht direkt hier. Geben so war, das ist voll schwer zu erreichen. Hier, nimm das. Okay, was nichts ist, alles da oben. Dass man da oben geben für die bessere Aussicht und so, ne? So. Ah. Warum bist du immer noch da unten? Komm mal bitte ja hoch. Danke. So etwas kenne ich nur so gut von Jakku. Mein Gott, war ich froh, als ich zum ersten Mal Schrottsammler-Equipment hier bekommen habe, ne? Den ich endlich erwartet machen konnte. Das ist nicht der übliche Jakku-Schrott. Ach du! Ich wollte eigentlich, aber nee, jetzt ist zu peinlich mit dir zu reden. Das ist jetzt zu awkward. So, ich soll eine Fackel zum Tempel bringen. Wo ist denn der Tempel? Nein, nicht. Ich glaube, Episode 8 und 9 sind noch zum ersten Mal in Videospielform verfügbar gewesen, ne? Episode 8 und 9, weil von Episode 7 gab es ja mal eine Lego Star Wars Version damals, ne? Die habe ich beim Vegas gesehen. Und aber von Episode 8 und 9 gab es noch nicht so in Lego Form oder allgemein in Videospielform, ne? Naja, außer Battlefront, jetzt wo ich darüber nachdenke, ne?
Obwohl, weiß ich nicht, ist da auch schon was ausgekommen, so videospielmäßig? So Episode 8 und 9? Ja, klar. Ja, Kraid war doch ein Level im Battlefront 2. Ja, okay. Okay. Also in Lego-Form gab es noch kein Episode 8 und 9. Ich bin nicht irre. Endlich kämpfen wir Seite an Seite. Gewöhn dich nicht daran. Ja, je nachdem, wen ich einwechsel, kommt sogar andere Sätze. So, da ist noch was auf dieser kleinen Plattform. So, sieht nicht gut aus mit dem Mausdruiden. Also, die scheinen noch nicht hier zu sein. Aber die sind auf irgendeinem Planeten, auf dem ich schon war. Weil da ist ja noch blau gewesen. Deswegen hätte ich gedacht, da wäre irgendwo hier. Oh. Yay. Oh, geil. Komm. Bergrutsche. Es hat einen Spaß gemacht, hier runter zu rutschen. Hi. Ich komme jeden Tag hier, um einen kleinen Pork zu füttern. Um die kleinen Porks zu füttern. Aber in letzter Zeit lassen sie sich nicht mehr blicken. Ich denke, der Lärm auf der Insel versteckt sich. Ach, das sind Porks. Das sind auch so Sachen, die man sich bei den Bonussen ja kaufen kann. Da man von einem die ganze Zeit begleiten wird. Diese Feiglinge verhungern lieber, als ihren Versteck rauszukommen. Wenn man sie nur irgendwie rauslocken könnte. Aber Porks vertrauen nur Porks. Vielleicht kann sich einer von uns als Pork ausgeben. Und genug Porkfedern. Mit genug Porkfedern riechst du bestimmt wie einer. Du hörst mir? Danke. Die ganze Insel ist voller Porkfedern. Sammle genug, bis du die ganzen Pork-Geruch umhüllt bist. Und da wird Chewbacca ein Essen. Ja, ne? Hat der nicht gemacht. Und dann kam eins von diesen Viechern und hat den so angeguckt, so was. Der bringt doch aber irgendwie nichts, ne? Der hat ihn doch trotzdem schon, der hat ja auch trotzdem schon getötet und gekocht, ne? Und da bringt er doch eigentlich gar nichts mehr. Außerdem wollen die wissen, dass das von denen ist. Könnte auch ein Hühnchen gewesen sein. So. Boah. Hier mal wieder. Wo bist denn du schon wieder? Warum sind hier so viele auf einmal? Das kann ich leider nicht. So, ja. Ist wahrscheinlich schon, was ich vorhab, ne? Ich weiß, ich muss hier die Macht einsetzen, aber hey, warum bin er auch so, ne? Angelausflug. So, jetzt lassen wir die da wieder auf einsamen Insel. Wir haben Essen, wir haben Feuer und wir haben unsere beschwingte Musik. Warum tanzen also nicht alle? Kannst du ihnen helfen, in Stimmung zu kommen? Da wird das eine echte Party. Da brauchen wir mindestens 5 Tänzer. So, ich glaube, ich sollte jetzt hier mal einen Gedankentrick hier hochleveln. Habe ich doch jetzt, ne? 6 Sekunden. 9 Sekunden. Ich will die Mission einfach erledigen. Doch. Okay, wie lange das jetzt geht. Was hat denn hier? Oh, so ein Ding. Na, ich weiß nicht, warum ihr wieder nicht alle am Tanzen seid, ne? Na, Leute, geht mal da rein. Wir sollen hier drin bleiben, Leute, ne? Nein.
Einige von denen können von Breakdance. Jetzt wollen die viel länger tanzen. Na. Ups, da. Ich habe was mit ihnen angesprochen. Ah. Hey. Oh Mann. Lua Milana. Okay. So, ich sehe ja die ganze Zeit diese Fackeln, aber. Nope. Oh. Du da haben wir es dir jetzt verdanken, dass unsere Schubkarren jetzt nur noch Schrott sind? Denkst du einfach, diese Schubkarren wachsen auf Bäumen? Von wegen, da müssen mühsam zusammengebaut werden. Und zwar von mir. Verstehst du jetzt, warum ich so sauer bin? Da du alles dein, da das alles deine Schuld ist und du keine Ruhe gibst, kannst du dich auch nützlich machen und Material für mich besorgen. Hm, was ist? Cool, und damit sowas niemals passieren kann, musst du dir ein Material suchen, das unzerstörbar ist. Obsidian. Damit baue ich die ultimative Schubkarre. Und Obsidian finden kann? Woher soll ich das wissen? Ich war noch nie woanders als hier auf Achto. Hör dich doch einmal in diesen acht so tollen Raumhäfen um. Okay. Aber erstmal muss ich mich wie ein Vogel ausgeben oder was auch immer die Viecher sein soll. Oh. Geduld, Geduld. Kylo, kannst du mal die Fackel mitnehmen? Nur so für den Fall, wenn ich irgendwie den Ort finde. Nein. Nein, geh weg. Gehst du weg? So. Ich hoffe, er nimmt die automatisch mit, ne? Jetzt muss ich nur finden, wo ich das Ding hinpacke, ne? Irgendwo im Jedi-Tempel, da muss ich mal finden, wo der ist, ne? Müsste ja irgendwo hier sein, ne? Ich hab's versucht. Nein, hast du nicht, lüg doch nicht. Du hast das Ding angeschaut und hast gedacht, ne, das schaffe ich nicht. Ja, weißt du, du hast es nicht versucht. Du hast gewusst, dass du es nicht kannst. Du hast es getan. Okay, so irgendwie folgt mir Kylo Ren nicht mehr. Oder der hat das Ding fallen gelassen. Ne, der trinkt dann immer noch. Zum. Die Wurfhaken-Experten springen öfter mal in die Luft, um nah genug an ihr Ziel heranzukommen, bevor sie den Wurfhaken abfeuern. Ich bevorzuge eher Aufgaben, bei denen ich sicher auf dem Boden bleiben kann. Wie bist du hier hochgekommen? Warum gibst du mir jetzt irgendwie so einen komischen Tipp, den ich schon viel früher eigentlich wusste? Hast du schon unsere gefährten Nachbarn gesehen? Porks gibt es hier auf 8 Uhr überall. Man gewöhnt sich an sie, sonst hätte man nämlich nicht viele Freunde. Oder Freude. Freunde oder Freunde, keine Ahnung. Kylo trägt immer noch die olympische Fackel. Ja, wo soll ich denn diese Federn herbekommen? Ach, das soll ein Nester sein. Ah. Ich denke schon, was sind diese komischen Zahnrad aussehenden Sachen? Sollen so ein Nester sein, so Vogelnester. Weiß nicht wieso, aber die sahen für mich irgendwie nie aus wie Vögel. Die sahen irgendwie echt so. Echt so. Die sahen für mich immer so aus wie, weiß nicht, so Pinguin oder so. Was, ja, sind ja eigentlich Vögel, aber wisst, was ich meine, ne? So, oh Mann, oh Mann. Da muss ich dieser bekloppte Jedi-Tempel, wo ich diese Fackeln einpacken muss. Ich finde ja überall solche Fackeln. Ja, das ist von der WM 98. Davon hatte ich mal ein Spiel. Fußball WM 98 in Frankreich. Da hat Frankreich gewonnen sogar. Wenn ich mich nicht irre, ne? Frankreich, ne? Frankreich hatte da gewonnen. Ja, wenn die WM ansteht, dann bin ich immer dabei. Letztens habe ich die aber verpasst.
Ich dann irgendwie meinem Vater irgendwie gefragt habe, so, ah, wie weit sind wir denn gekommen? Ne? Er hat gesagt, ah, wir sind schon in der Vorrunde ausgestiegen. Ich so, was? Wo habe ich diese Fackel auf einmal? Ja. Ja, wir sind schon in der Vorrunde ausgeschieden, was peinlich ist für Deutschland. Ah ja, ich habe es irgendwie nicht sowieso nicht mitbekommen, weiß nicht. Ich habe irgendwie gar nicht mitbekommen, dass die am Laufen war zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht wieso. Normalerweise bin ich da eigentlich immer so auf dem Laufenden. Heiliger Jedi-Stein. Ich habe euch den Jedi-Tempel gefunden. Ich diese Fackeln empacken soll. Habe ich ja gehört, ne? Ach, hier sind so viele Sachen. Warte mal, wenn hier irgendwo so Dinger sind, dann müssen ja auch irgendwo angezeigt werden. Nee. Ich habe gedacht, wo ich diese Dinger hier eingesammelt hatte, diese Fackeln, da müssen ja irgendwo auf der Karte zu sehen sein, wo ich die hinpacken soll, ne? Aber ne. Na gut, dann sammeln wir uns erstmal die ganzen Steine. Aber sind gar nicht mehr so viele, ich habe ja schon so viele. So, hier sind die Federn irgendwo. Da 10 Stück. Alle in den Nestern. Warum wird der Bildschirm manchmal so dunkel? Muss ich euch erledigen, um die Fehler zu bekommen? Also das Gefühl, das Spiel wird das nicht irgendwie einprogrammiert. Wow, oh, ich weiß, was das ist. Okay, da ist ein bisschen gruselig. Ja. Sieht aus wie ein Popoloch, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Das ist wie so ein haariges Popoloch. Sorry, aber. Soll ja so ein Federn sein. Wo sind sie denn? Okay, ich muss die Dinger nicht töten. Mir schon gedacht. Ja, eine Feder kann nicht sein. Soll noch mehr irgendwo sein. Hallo? Hier ist noch ein Ding. Oh, ich dachte, da war irgendwie so ein Felsen, der so ein bisschen aussah wie ein Mensch oder so. Weil ich war ein Typ, ich hätte ihn beinahe runtergeschmissen. Wo sind hier Federn? Hier sind keine Federn. Hier, mein Gott. Da immer noch eine, oder? Boah. Da oben? Wer da ist da oben? Das ist sowas von da oben, ne? Pass auf. Das ist das hier der offizielle Weg? Ich habe es nicht verquert, der offiziell ist. Was ich mache. So, wer da oben ist der? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die Federn da sind. Also wird er gleich wieder zurückkehren, ne? Ja, was soll's. Ich meine, ich kann auch noch gar nicht in den Jedi-Tempel reingehen oder irgendwie sowas, ne? Weil es den noch gar nicht gibt zu diesem Zeitpunkt. Ja, meine Gott, ist das hier noch verzwickt alles. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wo ich überall hochgehen kann und wo nicht, ne? Ich würde ja gerade Skyrim spielen, ne? Den Berg hochkletter. So, hier könnte vielleicht. So, hier sieht richtig aus. Guck mal hier. So, eine fehlt aber noch.
Ah, hoffentlich finde ich den noch in dem Part. Ah, guck mal hier. Hier ist das Intro. Ausgezeichnet. Du musst schon daran greifen, Kollege. Okay. Da sind diese blöden Federn. Oh, da habe ich gerade irgendwas umgehauen, glaube ich. Ist nur mehr so, das hat ja irgendwie voll unübersichtlich auf diesen, auf dieser blöden Insel, ja. Ja. Immer noch zwei schon wieder. So, eine Fackel muss ich noch finden. Da ist eine Feder. Die sind überall hier auf der Insel zu finden. Ja, ich sehe es. Voll schwer zu finden. So, die Fackel wird mir ja angezeigt irgendwo, ne? Ja. Boah, ist ja noch voll weit entfernt. Da schnappen wir schon mal die Fackel, ne? Dann will ich halt das schon mal ab. Mit dem Tempel hier. Habe ich damit jemanden gesprochen, der mir gesagt hat, ja, so, hör mal. Nein. Boah. So dämlich hier sich hier herumzubewegen, ja. Weiß nicht, wo du hinlaufen kannst, wo du hinspringen kannst und wo nicht. Ja, ja. Oh Gott. So, gib mir die letzte Fackel. Haben wir das schon mal. Boom. War ja nur noch eine, ne? So, wenn ich jetzt noch bis zu der Jedi-Tempel wieder war, ne? Ich glaube, der war so auf den offiziellen Weg, ne? Also gehen wir mal den offiziellen Weg hier hoch. Erklimmen wir den Berg für die olympische Fackel. So, ich glaube, hier war das, ne? Ich habe das direkt schon wieder gefunden. Ich glaube, ja. Ja. Mein Gott. Einstecken. Wenn wir das eingesteckt haben, stecken wir das ein. Licht und Dunkelheit. Nicht Snoke, nicht mein Vater, niemand. Außer Luke vielleicht, weil er wohnt hier. Oh. Und das auch. Felsiger Spalt. Da, so, wo finde ich denn hier noch ein paar Federn? Ich fühle mich jetzt wirklich hier gerade irgendwie so ein Freestyle. Ne, nicht so ein Freestyle, so ein Parcours-Spiel irgendwie spielen, so wie Mirror's Edge oder so, ne? Ich gehe irgendwie an Orten, wo ich nicht hin soll, ne? Ich glitsche alles kaputt. Irgendwie so fühlt sich das hier gerade an. So, versuchen wir hier noch die blöden Federn zu finden. Oder gehen wir hier hin? So, was ist denn hier unten noch? Hier sind Steine. Hopp, da drinne. Ah, guck mal hier. Das hier gehört mir. Für eine Ruine. Okay. So langsam schließt sich der Kreis. Damit meine ich ja, so langsam finden wir alles. Da ist noch was. Und da ist noch eine Mission. Ein Missionsgebiet. Das ist ja wieder das Gebiet, ne? Ah. Wo sind denn die Federn da, Kollege? Bitte sagt mir nicht, die sind da oben. Ich glaube, da komme ich nicht hin. Da muss ich ja irgendwie, ne? Das sieht irgendwie nicht offiziell aus. Ja, jetzt hier oben ist ja, das ist sogar hier oben, das gibt's nicht. Der blöde Ding hat das versperrt. Ich habe extra hier hingeguckt und zu sehen, so sehe ich das Ding vielleicht da. Nee, aber das blöde Ding stand genau davor, damit ich das nicht gesehen habe, ist klar. Boah. Boah. Ha. Brauche noch mehr.
Aha, freundlicher Fischer. Ja, er geht ein bisschen nach oben, wenn er sein Dings macht, ne? Hier springt ein bisschen nach oben, wenn er das macht. Sehr geil, ne? Oh. Schön. Ah, 5 Stück, cool. So. Okay, gehen wir da hoch. Ja, nur Luke kann sich hier so einen beschissenen Planeten aussuchen zum Wohnen, ne? So, da oben sehe ich auch noch ein. Merke ich mir. Ja. Wo seid ihr? Ja, ich gehe ganz nach oben erstmal. Ich glaube, hier ist aber nichts, ne? So, na, guck mal hier, hier ist doch viel einfacher. Also relativ nah beieinander, nicht so komisch verteilt. So, noch eine Feder. Die ist auch noch irgendwo hier. Ha! 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 Lass mich da hoch. Ich wette, die ist irgendwo oben. Pass auf. Da. So. Oh, ich dachte, ich werde direkt... Okay, da kann ich ja das Ding hier holen, ne? Bin ich da nicht hingegangen gerade? Meinst du, der Druide irgendwo? Okay. Da wird ja wohl einen Weg nach oben geben, ne? Wie ich mit Kaderin hier die ganze Zeit durch die Gegend renne, ne? Keine Überlebenden. Verstanden. Ah, hoch da. Okay. So. So, wie habe ich damit schön das Ding verpasst? Mein Gott, wie habe ich ihn einfach verpasst? Schon klar. Dafür hast du mir ein Gerücht gegeben, für das Ding hier. Mit 5 Meter entfernt ist. Okay, ich habe das so oder so. Ich habe das trotzdem irgendwie übersehen, aber meine Güte. So. Dann gehen wir mal da ein. Noch 4 Steinchen fehlen mir und 2 Charaktere, aber bei einer Quest bin ich gleich fertig. Also fehlt mir noch ein Charakter. Black. Cool, wir machen ja Fortschritt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ja schon so viele Sachen finden. Aber ist auch nicht so ein großer Planet anscheinend, ne? Was geht? Oh, ich dachte glatt, du wärst ein riesiger Pork. Ja, das sollten genug Federn sein. Mit diesem Dorf sollst du den Porks dem Porks nähern können, ohne dass sie davonfliegen. Finde und verführe sie zu mir. Ich habe ein großes Fass Fisch für sie vorbereitet. Die rennen doch sowieso nicht von einem weg, ey. Von denen ist noch kein einziger weggeflogen. Ich stehe einfach nur da und gucke mich blöd an. Weiß, muss ich die auch noch so finden, ey. Aha. Was seid ihr denn? Hallo? Oh. Hä? Eine Kopfgeldjägerin meines Kalibers gibt sich nicht für sowas her. So. Hallo? So. Ich bin noch. Hallo? Hat er mich gerade. So. Ach, habe ich den eingesammelt? Was ist hier gerade los? Habe ich gerade was eingesammelt? Nee. Was ist hier los? Ich weiß es nicht. Ding verwirrt mich gerade hier. Und ich mache mal halt beim nächsten Mal, ne? Ist kein Problem. Hey. Ah, nee, da war die Quest. Ich wollte schon sagen, ich habe da so einen Schalter oder so gesehen. Na gut. Dann gehen wir das Ganze nach oben zu dem Ding.
zu dem Ding. Ich soll vielleicht die Treppe folgen, anstatt direkt zu versuchen, hier den Berg zu erklimmen wieder. So. Oh. Ach, die sehen wir schon am Folgen. Ah. Meine Güte. Sag mir das doch. Ich laufe hier die ganze Zeit rum und wundere mich hier, wo das Ding auf einmal hin verschwunden ist. Also, vielleicht sollte ich echt mit Ray rumlaufen und. Ich glaube, das macht es irgendwie einfacher hier. Tatsächlich. So. Wir sind nicht mehr hinter mir. Nee, die sind noch da, alles klar. Cool, und da ist noch der letzte Stein. Wie komme ich da hin? Er ist hier unten. 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 Komme ich denn da unten hin? Ja. Oh. Das ist schon wieder so ein Gitter. Ich durch diese Gitter durch. Okay, das ist irgendwie noch ein bisschen. Das ist das Einzige, was ich noch nicht weiß, wie ich da durchkomme, ne? Durch so Gitter. So, kann ich euch irgendwie zwischenlagern, solange? Oh. Okay. So, das ist jetzt unter mir wieder. Oh. In der Höhle irgendwo, ja. So. Hab ich die anderen auch noch? Ja, ne? Seh die gerade nicht. Aber ich nehme an, die sind bei mir, ne? Ja, da sind sie. Tut mir irgendwie besser folgen als mein Kollege hier. Meine Güte. Ja, dann gehen wir die noch ab. Ne? Und ja, nö. Ja, da mit den Gittern, da muss ich noch herausfinden, wie ich das mache, ne? Das ist das Einzige, was ich hier noch so ein bisschen verwirrt. Ich frage mich, wie so ein Lego Speedrun irgendwie aussieht. Ich habe gehört, irgendwie so Lego Star Wars Speedruns sind echt krass. Meine Güte. Sagst du mir, wen soll ich hin? Wenn immer neue Tricks irgendwie herausgefunden und so, ne? Seit Jahren schon. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das Spiel auch Speedrun hat schon, bestimmt, aber. So. Hier hast du dein Frühstück. Ich meine dein Vögel. Okay. Dann warte ich mal, bis sie hier hinkommen, nehme ich an. Und stehst du auf Fisch? Oh. Hier ist noch einer. Oh. Das sind alle. Sieh sie dir an. Die hätten ohne was anständig zuerst nicht mehr lange durchgehalten. Danke für deine Hilfe, fremder Blog. Ich kann die direkt eine überziehen. Ja, nicht lange durchgehalten. Da kommt Mensch. Okay. So, ich finde definitiv, da ist noch Raum für so ein Part mindestens mit Nebenquests und Erkundung und so, ne? Aber was das ist, werde ich mir noch überlegen, ne? Wir haben 70,85%, alles klar. Also ein bisschen Raum für Erkundung ist da, glaube ich, noch übrig, ne? Kann ich irgendwie was holen? Wie viel habe ich? 15. Was will ich denn hier noch haben? Ich weiß es nicht. Hm. Dunkle Seite habe ich irgendwie nichts. Hm.
Geh mir aus dem Weg, aber warum? Wir sind annehmen zu können. Die Fähigkeit der Sith-Charaktere mit Hilfe der Macht anzuheben. Okay. Nehmen wir das mal. Okay. Weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber okay. Nehmen wir das mal. Ich mache einfach alles hier. So. Hier sind natürlich die ganzen Sachen hier, ne? Einer kann ich noch. Da steht auch noch gesperrt, also kann ich auch noch gar nicht alle sammeln, ne? Keine Ahnung, ich werde noch herausfinden. Okay, ich habe anscheinend alle Puzzles hier. Also Puzzles sind einfach nur Kaibersteine, ne? Schubkarren, Sparen. Okay, ich werde mich schon hier umschauen und gucken, was hier noch so zu tun ist, ne? Genau, diese Großkampfstation habe ich auch noch, die ich hier erkunden kann, ne? Keine Ahnung. Es ist noch eine Menge Sachen hier übrig. So, wo ist das hier? Baustruidenfänger. Ich kann mir ein Gerücht kaufen, um zu sehen, welcher Planet das ist, aber wenn das nicht hier ist, wo ist denn das dann? Ich habe doch keinen anderen Planeten mehr. Ich habe doch schon alle Planeten, ja. Oder ist das auf dem Planeten, den ich schon mal 100% gelöst habe und ich habe, nachdem ich diese Maus-Druiden-Quest bekommen habe, noch nicht irgendwie da vorbeigeschaut. Wo habe ich denn hier schon lange nicht mehr vorbeigeschaut? Ich war doch schon überall eigentlich. Keine Ahnung. Wenn nicht, dann muss ich mir das Ding halt mal irgendwann holen, ne? So hat Gerücht. Aber gut. Für mich war es das für heute. Ich habe jetzt 4 Parts heute aufgenommen. Ich habe immer noch Bock aufzunehmen, aber meine Stimme muss ja auch mal sich ein bisschen erholen, ne? Sonst wäre dann immer schwieriger am nächsten Tag oder so, ne? Gut. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir immer noch ein bisschen Nebenquests, ne? Obwohl langsam gehen uns so die Sachen aus, was gut ist. Das heißt, wir können mit der nächsten Episode irgendwann fortsetzen, ne? Sieht eigentlich nach einer guten Bilanz hier aus alles, ne? 10 Level fehlen uns noch, so ungefähr 300, 400 Steine fehlen uns noch, 4 Datenkarten. Die Mikro-Dinger, die holen wir natürlich in jeder Level, die Herausforderungen auch. Das kommt noch alles, ne? Gut. Schiffe fehlen uns gar nicht mehr viel, Charaktere fehlen uns nicht mehr viel. Gut, ich würde sagen, ich beende die Folge hier. Lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar, das würde mich voll freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.